Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir werden heute über das Heimladen sprechen. Und bei Heimladen werden wir uns heute auf einen Punkt konzentrieren, der heißt Ladeverluste. Und zu diesem Zweck haben wir uns einen Gast eingeladen. Und dann schauen wir uns am Ende die drei ältesten in Österreich fahrbereiten Elektroautos an. Geil! Unter anderem das E-Auto von Kaiser Franz Josef von Österreich. Außerdem darf Harry heute noch auf den Schnee, um dort E-Autos mit Allrad zu testen. Wenn es euch gefällt, lasst uns euren Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Kanal. Als erstes treffen Harry und Gary Peter Platzer. Peter ist ein regelrechter Tüftler und Elektromessexperte. Er fährt selbst einen vollelektrischen Audi Q4 e-tron, den steckt er gleich beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG an. Denn später geht's für unsere drei noch auf eine längere Fahrt. Dabei kommt aber nicht der ganze Strom aus dem Schnelllader tatsächlich auch im Akku an, denn das E-Auto verliert beim Laden etwas Strom. Das heißt jetzt, dass die Menge an Strom, die ich ins Auto hineintanke, nicht zu 100% für Fortbewegung oder zum Heizen genutzt wird, sondern da drin im Auto etwas verloren geht. Bitte wie? Beim Laden geht tatsächlich Strom verloren? Die Frage ist, wie groß sind denn diese Verluste? Und das werden wir uns heute an einem ganz spannenden Beispiel anhand von einem Audi Q4 mal anschauen. Genau das hat Peter Platzer nämlich in den vergangenen Wochen in seinem Q4 ganz genau gemessen. Er hat dafür das mobile Ladekabel verwendet, damit er unterschiedliche Spannungen ausprobieren kann. Ich wollte wissen, wo sind die Verluste am geringsten? Und ich habe die Versuche, so wie mit der Kraftsteckdose, als auch mit der normalen Steckdose daheim, so wie wir sie haben, mit 230 Volt gemacht und habe mir einfach angeschaut, wie die Verluste sind. Das ist eine spannende Frage. Verluste ist ja nie gut, weil Verluste kosten halt Geld. Und jetzt war die Frage an dich, Peter, was sind jetzt deine Erkenntnisse? Ja, Gary, es sind im Wesentlichen drei Faktoren, die Verluste beeinflussen. Das eine ist, welche Ladeleistung habe ich, wie lange lade ich, und in welchem Zustand ist die Batterie, wenn ich zu laden beginne? Was ist denn jetzt gescheiter? Ja, die 230 Volt, also der Schuckenstecker, oder die Kraftstromsteckdosen? Was ist da deine Empfehlung? Ja, es ist eindeutig die Kraftsteckdose, also die mit dem roten Stecker gescheiter. Mindestens 5 kW würde ich empfehlen. Und optimal wäre natürlich eine Wallbox zu Hause zu haben, wo ich überhaupt nur mehr anstecken muss, wo das Kabel schon drauf ist, weil sonst muss ich jetzt mal das mobile Ladegerät auspacken, was auch ein bisschen mühsam ist auf Dauer. Der zweite Punkt war dann der Zustand der Batterie. Da geht es, nehmen wir mal an, um die Batterietemperatur. Ja, genau, es geht um die Batterietemperatur. Wenn die Batterietemperatur höher ist, sind die Verluste geringer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von einer Fahrt zurückkomme, ist es besser, das Auto gleich nach der Fahrt anzustecken, vor allem wenn ich Autobahn gefahren bin, dann hat die Batterie üblicherweise eine entsprechende Temperatur und wenn ich es da sofort anstecke, sind die Verluste geringer. Wie lang lasse ich das Auto jetzt an der Steckdose angesteckt? Ja, möglichst lange. Das heißt, wenn der Ladevorgang lange ist, dann erwärmt sich während des Ladevorgangs die Batterie. Und dadurch sinken dann im Zuge des Ladevorgangs die Verluste. Das heißt, wenn ich mit 10% beginne und mit 80% aufhöre, dann ist das ein optimales Laden. Ich habe euch der Diskussion jetzt aufmerksam zugehört. Ich bin kein Techniker, sondern nur dummer Kaufmann. Wenn es also jetzt also um das dreiphasige Laden geht, sehe ich also jetzt, dass ich also Prozent, dass ich also meinen Akku also erhöhe, weniger Kilowattstunden Strom brauche, als wenn ich das einphasig, also über das Wechselstromladen an der Haushaltssteckdose mache. Da sieht man, dass also ein Unterschied von, was weiß ich, also 20% drinnen sind. Daher der Tipp, den ich also verstanden habe, lade letztendlich also mit 5 oder 10 kW dreiphasig über einen längeren Zeitraum und dieses einphasige Laden hat also einfach den Nachteil, dass es mehr Energie braucht. Genau so ist es. Brillant zusammengefasst, Harry. Eben doch sehr gescheit, unser Kaufmann. Ja, und jetzt habe ich eine Überraschung für euch beide. Wir werden also jetzt die drei ältesten Elektroautos, die in Österreich fahrbereit sind, in der Nähe anschauen und wir werden uns dann auf dem Weg in Richtung Matze zum Fahrtraum machen. Da machen sich unsere drei Herren auch sofort auf den Weg. Voll elektrisch versteht sich mit dem Q4 e-tron von Peter. Ja, Peter, du hast jetzt den Q4 schon einige Monate. Spannende Frage, wie geht's da mit dem Auto? Natürlich einmal für unsere Zuseher interessant, welche Konfiguration haben wir denn da? Ja, es ist vom Q4 das Topmodell, also der Q450 Quattro mit 220 kW.
Und mir geht es recht gut mit dem Auto. Die Elektromobilität ist etwas zum Umgewöhnen, aber ja, ich würde es nicht mehr hergeben. Ja, du hast ja einige Erfahrungen mit Auto, du bist vor allem mit dem A6 Quattro gefahren. Was ist denn jetzt so der große Unterschied? Vor allem das Fahrgeräusch, das Leise, ohne jeglichen Ruck, Elektromobilität, durchgehend beschleunigen und auch die Straßenlage durch das relativ hohe Gewicht. Ein begeisterter neuer E-Fahrer, wie es scheint. Aber jetzt wieder rein ins Auto und ab nach Mazzi, denn dort werden unsere drei Herren in der Porsche-Erlebniswelt Fahrtraum schon erwartet. Ja, hallo, grüß euch. Servus, Servus Stefan. Hallo, grüß dich. Hallo. Servus, Jakob. Grüß euch, schön, dass du da seid. Ja, danke für die Einladung. Wir haben gehört, ihr habt also Elektroautos aus der ersten Zeit. Wie alt werden denn die sein? Mehr als 50 Jahre? 100 plus. 100 plus? 100 plus, ja. Also was, wir reden hier von einem Fahrzeugbaujahr 1912. Also wenn wir ganz genau sind, haben wir jetzt 110 Jahre. Eines unserer Schätzchen. Das Fahrzeug ist ein klassisches Damenfahrzeug gewesen. Ja, Stadtwagen, also wirklich so, wie wir es heute auch trennen. Fahrzeuge für die Stadt, Fahrzeuge für Überland. Und zum Beispiel die Gattin vom Henry Ford fuhr ein Elektroauto, weil sehr praktisch, weil man nicht schmutzig wird, weil hat immer funktioniert. Reichweiten waren Stadtauto, auch zur damaligen Zeit. Deutlich bulliger ausgefallen ist das älteste Elektroauto im Fahrtraum aus dem Jahr 1901. Dieser Wagen fährt benzinelektrisch, sprich ein benzingetriebener Motor erzeugt Strom und treibt damit Elektromotoren an, die direkt in den Radnaben sitzen. Diese Technik ist bis heute im Einsatz. Ja, was mich jetzt interessiert, ist also, wir haben eine Hybridtechnik, die wir heute kennen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es ja eigentlich auch ein Hybridfahrzeug. Was spannend ist, wenn wir 1900 nehmen, 1901 und das Jahr 2022, dann ist bei der letzten Dakar, die ja erst kürzlich zu Ende gegangen ist, ist ja Audi mit einem Experimentalfahrzeug angetreten, nämlich mit einem, wie du jetzt gesagt hast, seriellen Hybrid. Das heißt, sie hatten einen Verbrennungsmotor, sie hatten den Generator und haben den Strom im Generator, den sie dort erzeugt haben, an die Antriebseinheit geliefert. Das heißt, das Konzept von Audi aus 2022 sehen wir hier. Okay. Ja, also über 100 Jahre. Keine 120 Jahre. Es vergeht so schnell die Zeit, das ist ein Wahnsinn. Nur wenige Schritte weiter wird es für Harry so richtig kaiserlich. Mit dem Baujahr 1911 steht plötzlich das prominenteste E-Auto vor ihm. 111 Jahre alt. Der Kaiserwagen. Das E-Auto von Kaiser Franz Josef von Österreich. Und zwar war das ein Geschenk der österreichischen Automobilindustrie an den Kaiser. Warum? Unser Kaiser war in den 10er oder in Nuller Jahren, er war einfach ein Pferdenarr. Mhm. Ja, und Auto hat ihn genau Nüsse interessiert. Mhm. Das stinkt und das ist nichts. Ja. Okay. Und dann hat die Automobilindustrie beschlossen, sie schenken ihm ein Auto. Und wir stehen vor diesem Auto. Es ist also der Originalwagen, es ist kein Nachbar, keine Replika, es ist der Originalwagen. Das Auto wurde dem Kaiser ursprünglich zwar mit einem Benzinmotor ausgeliefert, das hat ihm aber überhaupt nicht getaugt. Weil du gesagt hast, stinkt laut. Und das kann nichts. Ja. Und dann hat man gesagt, naja, wenn es so ist, der Porsche, wir haben doch da den Porsche, der soll ihn doch einen Elektromotor einbauen. Und das hat man auch getan. Und dann war das Auto für den Kaiser annehmbar. Hinten war ja ein Kofferraum, nehmen wir mal an. Genau. Und was haben wir da heute drinnen? Na gut, da müssen wir schauen. Ja, müssen wir schauen. Das schauen wir uns an. Weil ich da etwas habe, Harry, das kennst du. Ja. Darf ich mir das nochmal anschauen? Ja. Harry, lad den Wagen vor. Ja, das ist ja ein Typ-2-Stecker. Typ-2-Stecker, hier haben wir die ganz normal zum Anstecken. Ja, darf ich den nochmal laden? Bitte. Mit einem modernen Typ-2-Stecker war das Auto zu Kaiserszeiten wohl noch nicht ausgerüstet. Wegen der geltenden Vorschriften in Österreich wurde die elektrische Anlage vor einigen Jahren aber auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das hat der Fahrtraum in Mazzi künftig auch als Partner vom Greentech-Unternehmen Salzburg AG mit der Ladeinfrastruktur vor dem Haus vor.
Ich glaube, das ist eine prima Schnittstelle, dass man einfach da sagt, man macht mit der E-Ladestruktur etwas, was uns sehr wichtig ist, weil sich das eine mit dem anderen eigentlich sehr gut ergänzt. Schön langsam muss sich Harry von den Prachtstücken wieder losreißen, denn er muss noch ans andere Ende des Flachgaus, nach Tiefbrunau. Dort ist er zum Abschluss des Tages zum Allradtraining verabredet. Allrad mit E-Motoren, versteht sich. In einem VW ID4. Unter der Leitung von Peter Bunke dreht Harry gleich einige Runden auf Schnee und Eis und testet das E-Auto mit Vierradantrieb. Ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, dass ich also den ID4 GTX fahren durfte, 4WD-Fahrzeug ja. Im Winter. Mir hat das also recht gut getaugt. Was sind Dinge, die du also hier mitgeben würdest? Was ist hier anders gegenüber einem Verbrennerfahrzeug? Also was das Fahren selber angeht, gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Man setzt sich rein und fährt los und du hast wirklich das Gefühl, als würdest du auf Schienen fahren. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass da Gewicht dahinter steht und in den Kurven die Masse auch schiebt. Aber das Fahrzeug lässt sich erstaunlich gut fahren. Wir waren selber überrascht, als wir das Auto getestet haben und die Gäste, die jetzt hier schon die Chance hatten, die Weltpremiere zu fahren und das Auto mal hier auf dem Schnee und Eis zu fahren, waren also wirklich angenehm überrascht. Lieber Peter, bei mir war genau das Gleiche. Ich bin das hier, ist schön. Ich bin hier in etwa 70 gewesen, habe dann versucht zu bremsen, bin an die Grenze gegangen, dann gesehen, also wenn ich das also gefühlvoll mache, schaffe ich es, dass ich vor der Kurve wieder reinkomme. Hat wunderbar funktioniert. Dazu musst du trainieren, Harry, aber das hast du ja eben sehr schön gesagt, um das perfekt hinzukriegen und vielleicht auch mal mit dem Auto zumindest hier mal zu driften, sollte man einfach herkommen. Ich habe es probiert, auch fahren. Das ist gegangen. Es geht, klappt. Harry dreht noch eine schnelle letzte Runde. Bevor es für ihn in den wohlverdienten Feierabend geht, hat er aber noch einen wichtigen Tipp für E-Auto-Neueinsteiger, die zu Hause ihren Strom ins Auto tanken wollen. Wenn ein Elektroauto zu Hause geladen wird, wollen wir eines ganz sicher nicht, eine böse Überraschung bei der Jahresabrechnung. Wie könnte das also entstehen? Würde ich nicht den Teilbetrag anpassen und das Elektroauto ja ein großer Energieverbraucher, Stromverbraucher ist, muss ich mir überlegen, wie kann ich diesen Teilbetrag richtig anpassen? Ein kleines Beispiel. Ein Elektroauto, ein modernes, braucht ungefähr 5 Euro auf 100 Kilometer. Wenn 12.000 Kilometer privat gefahren werden und zu Hause geladen werden, dann ist das genau ein Betrag von 600 Euro. Der 12. Teil sind 50 Euro, daher der konkrete Tipp. Für jedes Monat, wo das Elektroauto in diesem Beispiel zu Hause geladen wird, den Teilbetrag um 50 Euro erhöhen. Dann gibt es keine negativen Überraschungen bei der Jahresabrechnung. Und Sie können in Ruhe zu Hause laden und den Fahrspaß genießen. Wir haben heute also gelernt. Wenn wir mit mehr Leistung, sprich mehr Kilowatt laden, haben wir weniger Ladeverluste beim Laden von E-Autos. Die ältesten E-Autos sind über 120 Jahre alt, die grundlegende Technik ist noch heute weit verbreitet im Einsatz. Bei Fahrten auf Schnee und Eis verhält sich ein Allradantrieb im E-Auto wie ein normaler Allradantrieb. Und wenn Sie bei der Stromabrechnung keine bösen Überraschungen erleben wollen, dann passen Sie den Teilbetrag rechtzeitig an.